So Freunde, heute sind wir hier in Wilsdruf bei Edeka Müller. Wir besuchen mal den Patrick Müller, ein inhabergeführter Edeka-Markt. Der hat gerade angebaut, hat sich erweitert, hat sich vergrößert mit einem tollen Sortiment, viel Bio, Frischfleisch, Frischfisch, Käse etc. pp. Und der Patrick ist auch derjenige, der mich zu den Händlern regional schickt und wo ich dann für euch ganz einfach mal hinter die Kulissen schauen darf, wo denn die Produkte, die regionalen Produkte herkommen. Und jetzt gehen wir mal an den Markt, kommt mit. So, wo ist er? Hier ist er. Hey, Patrick. Grüß dich. Hast du hergefunden? Na, auf jeden Fall. Zu dir immer. Das auf jeden Fall. Ja, du bist jetzt mal. Ein bisschen in den letzten Zügen jetzt, oder? Genau, wir machen gerade so Feinschliff. Nochmal hier und da ein bisschen putzen, hier da ein bisschen sauber machen, die ganzen Produkte nochmal richten, Preise ranmachen. Und dann schießen wir auf jeden Fall am Dienstag, den 13.02. 7 Uhr los. Und ja, wie man schon sieht, das ist nichts mehr, wie es mal war. Es ist alles anders geworden, alles größer, alles toller, alles besser. Mehr Sortiment, mehr Lokalität, mehr Regionalität. Also wir haben da wirklich versucht, auch alles, die ganzen Kundenwünsche von der letzten Zeit gerecht zu werden und ja, das Beste draus zu machen. Lass uns mal gucken gehen, oder? Dass wir das wieder schön ein bisschen hübsch machen. So. Jetzt ja. Die Dinger mit dem Theo nochmal runterheben, die zwei. Das Blech kommt wieder oben drauf. Nee, ist es nie. Der Eingang noch. Herzlich willkommen. Ja. Der Eingang ist tatsächlich auch ein Stück größer geworden. Und wir haben jetzt vorne eine riesengroße Obst- und Gemüseabteilung einladen, breite Gänge, damit auch der Kunden hier entspannt durchlaufen können. Haben jetzt einen neuen Sushi-Shop dazu bekommen, arbeiten mit einer Obst- und Gemüse-Sondertheke, haben verschiedene Convenience, die wir selber herstellen, Smoothie, eine Orangensaftpresse noch mit uns zugelegt, wo der Kunde selbst O-Saft zapfen kann. Eine großzügige Blumenabteilung mit Vorbereitungen, Convenience, also alles neu strukturiert angeordnet, um einfach auf den frischen Charakter, was wir schon immer hatten, einfach nochmal voll reinzugehen. Jetzt befinden wir uns in der nächsten großen Neuerung. Wir haben jetzt nach unserer großzügigen Obst- und Gemüseabteilung, wo wir gerade gewesen sind, ein sogenanntes Naturkind bekommen. Naturkind ist ein Bio-Fachmarktkonzept, was in Edeka national, also deutschlandweit entwickelt worden ist. Für Händler, die einen großen Bio-Anteil haben und die viel Bio-Affinität haben. Und das hatten wir die letzten Jahre definitiv schon. Und um hier einfach auch den Kundenwünschen gerecht zu werden, haben wir hier die Bio-Abteilung sozusagen als Shop-in-Shop entwickelt. Das sind rund 150 Quadratmeter reines Bio-Fachhandelssortiment mit ca. 2000 Artikeln. Das heißt, wir sind ganz, ganz viele Fachhandelsartikel wie Rapunzel, Indemeter-Qualitäten und so weiter, also Fachfirmen, die es sonst nur im Fachhandel gibt. Natürlich auch wieder mit einer Kühlinsel, sodass der Kunde hier jederzeit durch kann und wird hier natürlich jeder Bio-Liebhaber, Demeter-Liebhaber wird hier auf jeden Fall fündig werden, weil das wirklich eine sehr herausragende Qualität der Produkte ist und ein ganz spezielles Sortiment. Und da gibt es auch von Getränke über Frühstück, Gewürze, gibt es hier wirklich alles. Genau, da sind wir stolz, dass wir das haben, dass wir es integrieren konnten und das hoffen wir natürlich auch, dass es genauso gut angenommen wird. So Patrick, deine Molkereiprodukte, die haben ja auch eine, weiß ich nicht, wie viele Meter das sind? Das kommt mir vor wie ein Langstreckenlauf auf jeden Fall. Also eine Riesenabteilung geworden. Wir sind hier 7 Meter Kühlung dazugekommen. Und wir haben natürlich hier genauso versucht wie vorhin schon im Obst und Gemüse eine Großzügigkeit, breite Gänge, dass man hier in Ruhe ans Regal reingehen kann, dass ein anderer Kunde mit dem Korb in die Haxen drin steht, um einfach auch die Großzügigkeit. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass man hier in Ruhe seinen Einkauf machen kann und sich auch in Ruhe orientieren kann. Genau. Und haben natürlich in dem Zuge auch das Sortiment nochmal erweitert, mehr Platz in die Regale bekommen, dass die Mitarbeiter auch immer am besten Fall da eine ganze Kiste reinkriegen, dass wir auch der Menge und den Ansprüchen der Kunden einfach gerecht werden. Genau. Ja. Du hast jetzt wie viele Jahre den kleineren Markt gehabt? Genau, also der kleinere Markt sind jetzt fast, also ganz kurz davor war das 6 Jahre gewesen. Im April wären es jetzt 6 Jahre gewesen, also 5 Jahre und ca. 10 Monate hatten wir jetzt den kleinen Markt gehabt. Also klein, er war ja schon groß, aber es ist halt für unsere Bedürfnisse, für unsere Kundenwünsche und für den Kundenfrequenz, was wir haben, ist es halt jetzt einfach deutlich besser geworden. Hast du jemals daran gedacht, den Schritt weiter zu gehen, das noch zu erweitern, noch größer zu werden, zu wachsen? Also hast du das schon am Anfang bedacht? Nee, also tatsächlich im Vorfeld war ich eigentlich eher pessimistisch, habe mich eigentlich über jeden Umsatz gefreut oder über jeden Kunde gefreut, der da war.
Und das wurde dann eher so nach 2-3 Jahren, wurde das dann mal so eine Idee von dem Grundgedanke her, wir könnten doch eventuell anbauen, was haben wir für Möglichkeiten, können wir das mal prüfen. Und tatsächlich ging das 2021, also jetzt vor 3 Jahren, haben wir angefangen mit ersten Planungen, haben hinten das Nachbargrundstück noch erworben. Und so ging das dann durch verschiedene Instanzen, Politik und so weiter, bis hin jetzt zur Baugenehmigung und bis jetzt am 13.02. zur Eröffnung. Und dein Bauchgefühl hat dir irgendwann mal gesagt, du machst das? Genau, das Bauchgefühl hat gesagt, nicht nur ich mache das, sondern auch meine Mitarbeiter, meine Kunden haben gesagt, wir brauchen das tatsächlich auch. Und die Edeka stand da uns auch im Rücken und hat gesagt, okay, beim Herrn Müller, denk Schritt gehen wir mit, weil nur zusammen können wir das auch schaffen. Und es ist jetzt wirklich für unsere Größenverhältnisse, für unsere Ansprüche ist das genau das Richtige geworden. Und, ja. Wir wollen ja nochmal betonen, wie alt der Patrick denn eigentlich ist, wenn wir das verraten wollen oder dürfen. Ja, 32 aktuell. Ja. Das heißt, ich habe eigentlich mit 32 relativ viel schon geschafft. Es soll natürlich heißen, für die nächsten Jahre jetzt erstmal das so halten, wie wir es haben, unsere Ansprüchen gerecht werden, auch halt das eine oder andere noch weiterzuentwickeln, um einfach noch den I-Punkt nochmal ein Stück weit hervorzuheben, den frischen Fokus immer weiter. Und im Handel ist Wandel. Handel ist ständig im Wandel. Es kommen ständig neue Lieferanten, Artikel, Produkte. Also wir sind eigentlich nie beim Ausruhen, sondern wir müssen halt immer stetig uns weiterentwickeln und wachsen. Ja. Weiter geht's. Gut, super. Deine Ausbildung, wo hast du die gemacht? In Bayern. Die hast du in Bayern gemacht? Genau. Nee, Ausbildung hier in Sachsen. Die Ausbildung in Sachsen und die Weiterbildung, was JAP und Handelsfachwort war, das habe ich dann in Bayern gemacht, genau. Okay. So Patrick, jetzt stellst du ja die Frage, das hat man letztens in einem Social-Media-Kommentar gelesen. Wie kommt der Kunde hier zurecht? Also wie findet der sich zurecht halt? Ne? Ich meine, seine eine Größe, ich sehe ja gerade, dort sind die Säulen, das war der Altbau noch, das kommt jetzt hier dazu, das Stück. Und im Endeffekt verlaufen kann man sich schon hier drin, oder? Tatsächlich ja, aber wir haben einen ganz klassischen Kundenlauf gewählt und der ist auch analog, wie er vorher gewesen ist. Also wir haben das schon so versucht, auch jetzt nicht komplett alles auf links zu drehen, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern wir haben natürlich schon geguckt, klassisch Obst und Gemüse, vorne Süßwaren ist geblieben, Frühstück, dann geht man in die Mopro-Welt und danach hat man von Frühstück sortiert, Kaffee, Müsli, über Nährmittel, was jetzt Tomatensoßen sind, was Nudeln, Teigwaren, Konserven, Essig, Öl, Gewürze, also das hat schon einen ganz normalen klassischen Kundenlauf und die Gänge sind alle großzügig, die sind offen. Und auch so angedeutet, dass man sich immer relativ gut zurechtfindet. Und für alle diejenigen, die noch etwas überfordert sind am Anfang, haben wir für die Eröffnung ganz vorne einen Zettel gemacht, eine Übersichtsplanung, ein sogenanntes Google Maps Ausdruck für den Markt. Und da kann sich jeder genau orientieren, wo er gerade steht. Cool. Genau, also ich denke mal, nach dem zweiten, dritten Einkauf ist das dann wieder im Blut und dann... Und somit ist natürlich auch das Einkaufserlebnis länger halt, trotz alledem, oder? Genau, Patrick, du hast dich ja der Regionalität auch verschrieben, schickst mich auch ab und zu mal zu regionalen Produzenten, Händlern, ja. Um dort mal zu sehen, wie das produziert wird, hergestellt wird und dann natürlich auch zu dir in den Markt kommt und dann natürlich auch dem Endverbraucher irgendwann mal auf den Tisch gelangt. Wie viele regionale Anbieter oder regionale Produzenten hast du ungefähr hier in deinem Markt? Das können wir ganz einfach machen. Wir gehen am Markt vor zur Kasse, da habe ich nicht was vorbereitet. Da haben wir alle lokalen Lieferanten im Umkreis von 40 Kilometer tatsächlich über einen PIN angepinnt. Da machen wir dann vorne nochmal ein kurzes Interview, weil das können wir gerne nochmal zeigen. Wir machen das mal auf Lokalität. Lokal sind ungefähr im Umkreis von 40 Kilometer sind wir mittlerweile bei 35 Lieferanten, die uns da beliefern. Und sachsenweit sind es natürlich deutlich mehr. Das geht halt eher in die Richtung 70, 80. Und die Regionalität, Lokalität, genau, da haben wir die Vereinbarung. Du fährst da immer raus. Macht das Interview bei einem Produzenten, bei den Bauern, wie auch immer. Und das ist aber jetzt immer super angekommen und das ist die letzten Jahre immer stetig gewachsen. Auch jetzt sind wieder 2-3 neue dazugekommen, wo wir uns sehr drüber freuen. Und es macht für alle Spaß. Es macht für uns Spaß, die Artikel zu verkaufen. Es macht für den Produzenten Spaß, sie hier wiederzufinden. Und der Kunde identifiziert sich am Ende noch mit der Region hier. Und das hat für alle einfach mehr Gewinn. Und jeder, der das nicht macht, ja, also ich finde es schade. Also man muss das einfach ausnutzen. Und jetzt stehen wir auch gerade vor unserem nächsten großen Herzstück, was ja schon das Herzstück war, unsere frische Theke, Bedientheke mit 17 Meter, die haben wir jetzt auch nochmal deutlich erweitert, haben jetzt den Käse noch um die Säule ringsherum gebaut, haben da nochmal den Käse außen hervorgehoben als eigenständige Abteilung und ja, es sollte für jeden was dabei sein und ich denke, die Mitarbeiter werden dann auch die freundliche Beratung noch machen und ja, lasst euch einfach überraschen und über die Vielfalt und grüß dich. Ich bin für die niedere Tätigkeit. Aber du hast wenigstens einen Sitzplatz, oder? Den habe ich mir geholt. Den hast du dir geholt. Sehr gut. Alles gut bei euch?
und wir haben ja unseren Markt nun erweitert, der ist ja deutlich größer geworden. Und an den Säulen, die wir jetzt hier, die sich hier befinden, das ist sozusagen die alte Marktgrenze geworden. Und haben natürlich darüber dahinter neu gebaut. Das ist jetzt der Anbau. Haben versucht, die Säulen so gut wie möglich in den Kundenlauf zu integrieren, dass sie nicht stören. Und das, ja, letztendlich ist es ein Markt geworden. Und der Kunde, denke ich mal, oder ihr werdet das auch so wahrnehmen, dass es eine einheitliche Größe ist. Und natürlich hat man von hier oben einen besten Überblick. So Patrick, wir befinden uns jetzt hier wieder auch in einem neu angebauten Teil quasi. Ich glaube, Wein ist so deins, habe ich genau so festgestellt über die Jahre. Genau, also Wein ist tatsächlich meine Abteilung von Anfang an gewesen, weil ich auch selber gerne Wein trinke. Und habe mir immer schon gedacht, zu den normalen Weinsorten, was wir eh schon sehr gut aufgestellt waren und gute regionale Lieferanten wieder haben, brauchen wir noch was Exklusives, um einfach den einen gewissen Kunden nochmal zu zeigen, wir haben doch auch im Wein mal für 20, 30 Euro drin, mal bestimmte Rebsorten, mal Prädikatsweine. Und um das auszulagern, dass es nie im normalen Regal ist, weil manchmal kriegt man da einen Schock, oh Gott, was hat denn der für Wein da drin stehen, haben wir gesagt, wir machen jetzt exklusiv nach unserer exklusiven frische Theke, Fleischabteilung. Und haben jetzt hier nochmal mit dem Verkostungsautomat, da kann der Kunde sich selber auch mal durchprobieren, Wein selber zapfen, bis hin zu einer riesengroßen Whisky-Auswahl aus der ganzen Nation, aus der ganzen Welt. Hier einfach nochmal ein Sortiment gefunden, wo wir einfach nochmal wieder den I-Punkt oben drauf gesetzt haben, um zu zeigen einfach, das sind wir, das können wir. Und Kundenfragen gab es eh schon viel davor. Also Sie können sich ein schönes Stück Fisch holen, frischen Fisch. Schönes Stück Fleisch, regional am besten. Genau. Und dazu einen passenden Wein. Genau. Oder also, Whisky halt noch dazu. Genau, je nachdem, nach besten Wunsch und Wissen und Gewissen. Haben jetzt auch noch einen Berater bekommen, einen Rezeptberater und digital, wo man sich auch noch Rezepte ausdrucken kann, die eine oder andere Weinberatung noch holen kann. Genau. Ja. Innovativ. Innovativ, genau. Das digital. Ist sozusagen, ich sage jedem, der mich fragt, was hast du hier gebaut? Ich sage, das ist mein zweites Wohnzimmer. Weil natürlich ich mich dann auch gerne mal hier aufhalten werde. Einfach auch mit den Kunden mal ins Gespräch zu kommen, mal in Kontakt zu treten. Wir sind so Ambitionen. Und natürlich, wenn Wünsche da sind, werden wir denen auch nachgehen und mal gucken, was man halt organisieren kann oder bestellen kann. Und wie bist du dazu gekommen? Ich meine, deine Eltern, die haben einen Markt in Lichtenberg. Dort durftest du ja mit Sicherheit mal reinschnuppern, oder? Genau, also tatsächlich ist es eigentlich ganz witzig, weil genau 1991, mein Geburtsjahr, ist auch Geburtsjahr vom Edeka oder vom Sparmarkt damals bei meinen Eltern gewesen. Also der haben sozusagen damals im Familienbetrieb mein Opa, Oma und meine Eltern den Markt gegründet und von daher rein war ich eigentlich schon immer mit dabei, damals im Kinderwagen, dann später halt meine Ferienarbeiten gemacht und habe immer schon mit dem Markt ausgeholfen, ganz klar, bis ich dann gesagt habe, 2008, ich mache meine Ausbildung auch bei Edeka, aber ganz bewusst nicht bei meinen Eltern, weil man muss einfach auch mal raus aus der Komfortzone, man muss einfach mal raus was anderes sehen, habe dann klassisch 3 Jahre Ausbildung gemacht. Und danach gibt es bei der Edeka ein Jahr, das nennt sich JAP, Juniorenaufstiegsprogramm. Das ist sozusagen, um einfach mal in die Marktleitertätigkeiten reinzuschnuppern. Und dafür bin ich dann 200 Kilometer weit weggezogen in die Oberpfalz. Habe dort einen guten Einzelhändler gehabt, wo ich auch von vornherein gleich die Verantwortung hatte, in der Führungsposition mit. Habe danach mein Handelsfachwirt noch gleichzeitig rangehangen, über insgesamt die 4 Jahre in Bayern. Das bietet Edeka jetzt aktuell genauso noch an, die Laufbahn. Das kann ich auch jedem empfehlen. Auch über die Dauer, weil am Ende handeln, man muss das einfach in Erfahrung wachsen. Man kann ganz viel erklären, aber das kommt rein nur von der Erfahrung. Und die braucht man einfach auch als Person. Und das, wenn ich so zurückblicke, ist es eigentlich auch der Punkt, wo man dann einfach auch ein Stück weit wächst, persönlich. Ja. Genau. Und nach dem Handelsfachwirt bin ich tatsächlich dann wieder zurückgezogen. War dann noch 2,5 Jahre bei meinen Eltern im Markt. Dort haben wir auch nochmal modernisiert, umgebaut im Markt. Bis dann tatsächlich eine Ausschreibung, also bei Edeka ist es dann so, wenn der Markt soweit die Baugenehmigung erteilt ist von der Edeka, wird er intern bei uns bei der Edeka ausgeschrieben und da kann sich jeder Marktleiter, jeder Händler ganz normal über eine Bewerbung drüber bewerben. Natürlich muss man auch die dementsprechende Ausbildung haben, das hatte ich aber alles, wurde vorbereitet und bin natürlich dann der Glückliche gewesen, der den Zuschlag bekommen hatte und von da ab ging es dann 2018 wirklich hier los und seitdem bin ich ja hier auch voll mit dem Kopf drin und ja, sind 5 Jahre später, sitzen wir hier und haben mich wieder umgebaut. Und ich brauche noch nicht mal fragen, warum du machst, was du machst. 1, 2, 3 nochmal neu. Und ich muss auch noch nicht mal fragen, warum du machst, was du machst, weil das hört man ja schon raus. Du bist mit Leib und Seele halt dabei, von der Pike auf das gelernt zu haben und hier deinen Traum eigentlich zu leben, oder? Ja, genau. Also das ist wirklich, man,
muss das Edeka-Blut haben und die Edeka-DNA. Und die Edeka ist am Ende für uns wie eine riesengroße Familie, weil wir ganz, ganz viele Bereiche haben, wo wir auch unterstützt werden. Weil letztendlich war ich damals 26 Jahre, hatte kein riesengroßes Eigenkapital, das muss man mal so klar sagen. Und den Schritt in die Selbstständigkeit so in diesem Ausmaß, in diesem Sinne, besser und einfacher, unkomplizierter wie bei Edeka geht das wirklich schnell. Also das ist wirklich eine so tolle Geschichte. Angefangen, wir haben eine eigene Bank, wir haben eine Versicherung, wir haben Leute, die beim Einräumen mithelfen, die dich beraten, die dich unterstützen beim Erstellen der Pläne und so weiter. Also das ist wirklich ein Rundum-Sorglos-Paket. Man muss natürlich dementsprechend auch seine Leistung bringen, also man kann sich auch nicht drauf ausruhen. Aber ja, du hast es gesagt, ich habe das Blut sozusagen, das Edeka-Blut, Edeka-DNA und man muss da mit Leidenschaft dabei sein. Natürlich ist immer wieder viele Leute, viele Mitarbeiter, es ist jeden Tag, es ist, wird nicht langweilig bei uns, jeder Tag ist neu, aber man muss trotzdem den Spaß und die Freude dabei haben und die ist bei mir auf jeden Fall gegeben. Ja. Wir haben uns ja über dein Alter unterhalten, das heißt, es kann noch nie Ende der Fahnenstange sein. Ja, der eine macht sich, sage ich mal, mit 40 selbstständig, ich habe es mit 26 schon gemacht. Natürlich, die Zukunft ist jetzt erst einmal ungewiss noch, ne? Aber ich konzentriere mich definitiv erstmal hier auf den Standort in Wilsdruf, weil da bin ich rausgewachsen, hier bin ich voll gefordert, hier kann ich mich ausprobieren in solchen Projekten wie hier. Und natürlich sind in meinem Kopf schon wieder ganz viele Kleinigkeiten, die man probieren will. Aber A ist jetzt erstmal das Thema Familie natürlich ganz wichtig. Und letztendlich das wieder festigen, das Team wieder festigen. Wir kriegen auch wieder neue Mitarbeiter dazu, die voranzubringen, auszubilden, dass die genauso die Leidenschaft, die ich habe, halt auch mittragen. Super. Patrick, ich danke dir auf jeden Fall für den Einblick in deine Edeka-Welt auf jeden Fall. Ja. Und das, was kommt, wird definitiv auch spannend. Und ich freue mich auch auf die gemeinsame Tätigkeit, die wir miteinander haben. Genau. Na, also wenn man doch mal guckt, die letzten Jahre, was sich da bei uns so entwickelt hat, wir machen eine Verkostung oder beziehungsweise angefangen in Corona-Zeit. Du hast Arbeit gesucht, wir wussten gar nicht, was wir machen sollten. So ist es ja entstanden letztendlich bis zu der Kooperation jetzt mit Social-Media-Betreuung, mit den lokalen, regionalen Lieferanten. Privat ist auch das ein oder andere jetzt schon Thema. Sport machen wir auch, ne? Sport machen wir auch, ganz, ganz wichtig. Genau, also da ist immer Potenzial da und das macht einfach Spaß. Das macht Spaß. Das ist ein gutes Miteinander. Wir können uns mittlerweile sehr gut und da werden wir uns sicher in Zukunft auch noch ganz viele tolle Sachen machen. Danke, Patrick. Danke. Übrigens, den Wein, den wir hier gerade so schön einräumen, haben wir im Urlaub, Steffelhof, da waren wir am Kalterer See letztes Jahr Urlaub machen. War ein Weinstand, sind wir angehalten, haben getestet, ist doch grandioser Wein. Der muss mit. Der muss mit und jetzt steht er hier. Und ich denke mal, so ist das vielleicht sogar mit dem einen oder anderen Produkt, oder? Wo du sagst selber, cool, denn der schmeckt mir selber halt und genau. Meinen Geschmack halt versuche ich natürlich auch im Geschäft meinem Kunden halt zu bringen. Oder? Genau, ich weiß, wo es herkommt, ich habe mir das angeguckt, habe den Kontakt, persönlichen Kontakt hergestellt. Ja. Und das haben wir halt die Möglichkeit bei uns bei Edeka, dann einfach auch solche Sortimente mit reinzubringen und ins Sortiment aufzunehmen. Jetzt stehen wir nochmal an der Kassenwand, an der Kassenzone. Das ist sozusagen der letzte Blick vom Kunden. Da habe ich mir ganz, ganz lange überlegt, Gedanken gemacht, was können wir an die riesengroße Wand hier ranbringen. Irgendwas, wo der Kunde an der Kasse steht und überlegt oder gerne hinschaut. Und dann ging kein Weg dran vorbei, natürlich an unserer Regionalität, an unseren regionalen, lokalen Lieferanten. Und da haben wir jetzt was ganz Tolles. Wir haben jetzt unseren Landkreis in 40 Kilometer Umkreis gemacht und haben jetzt hier alle Lieferanten angebracht, wo wir überall unsere Ware herbekommen. Und werden die natürlich und hoffen natürlich auch den einen oder anderen neuen Lieferanten noch mit dazu kleben. Und somit kann man an der Kasse stehen und sieht jederzeit immer, wo denn die ganze Ware alles herkommt. Genau, das war mir ganz wichtig, einfach der letzte Eindruck nochmal. Und nehmt euch einfach mal eine Minute Zeit an der Kasse, setzt einen Blick auf die Wand. Patrick, nochmal tausend Dank für die Einblicke. Ich wünsche dir einen guten Start auf jeden Fall am Dienstag für die Öffentlichkeit zum Einkaufen und auf jeden Fall gutes Gelingen, viel Erfolg. Und wir sehen uns definitiv. Danke, danke. Das freut uns und wir ruhen uns heute nochmal, morgen nochmal Tag aus und dann volle Attacke nächste Woche. Und wir freuen uns auf jeden Kunden, der kommt. Lasst euch einfach berieseln und staunt, was wir alles geschafft haben. Auf jeden Fall. Bis dann. Danke dir für den Besuch. Hut ab. Und wir sehen uns. Ciao. Ciao.